Industrie. Also die afrikanischen Doktoren sind anscheinend nicht den Englischen etwas überlegen. Interessanterweise ja, beim Senegal fehlt ja auch noch ein Stürmer, der gar nicht mit dabei ist. Und zwar Diafra Sakho von West Ham United. Der hatte Rücken, so hieß es zunächst, seitens auch der Londoner. West Ham ja im Osten Londons. Und am vergangenen Wochenende fand ja die nächste Runde im FA Cup statt in England, also der älteste Pokalwettbewerb der Welt. Und Sakho wurde eingewechselt vom Big Sam Allardyce und er schoss das entscheidende 1:0 gegen Bristol City. Da sagt Alain Giresse, die medizinische Abteilung muss ein Wunder vollbracht haben, dass er jetzt sein Comeback wieder gegeben hat. Also man hat das hier, sagen wir mal, ja, nicht gerade positiv aufgenommen, dass Sakho jetzt wieder fit ist. Hätte er ja auch natürlich mitmachen können hier beim Afrika Cup. Und natürlich auch ein Spieler mit sehr, sehr viel Erfahrung. Wenn man in der Premier League spielt, dann muss man auf jeden Fall ein Guter sein. Und so viele Afrikaner, ich meine jetzt wirklich richtige Afrikaner, natürlich Englisch, in England geborene Afrikaner gibt es viele, aber afrikanische Nationalspieler, auch aufgrund der Arbeitsgenehmigung, ist in England nicht so einfach. Ja, Vorspiel von Medjani an Papa Diop, auch ein ganz wichtiger, erfahrener, 28 Jahre alt, spielt in Spanien bei Levante. Da haben wir ihn, Papa Diop. Ja, das ist so eine Variante auch der Senegalesen, die man schon gesehen hat gegen Südafrika. Gerade so die Freistöße aus dem halbrechten Mittelfeld, die ziehen sie immer sehr lang auf den zweiten Pfosten. Denn da kommt zumeist auch ein Kara Mbodji, Torschütze gegen Südafrika, oder eben auch ein Sané. Beide über 1,90 lang mit sehr viel Wucht und Dynamik. Ja, dann gibt es ja noch einen gewissen Demba Ba, der auch nicht dabei ist. Na, der war ja total happy, ne? Was man da so gehört hat. Der ja. Hat ja Giresse als Marionette bezeichnet. Ja, wir hatten natürlich auch, wie gesagt, in Demba Ba, unsere Fahrer in Hoffenheim, ist er nicht unbedingt der einfachste Typ, aber halt ein überragender Fußballer. Da fließt ein bisschen Blut. Ich glaube, da gibt es gerade einen Cut oder eine gebrochene Nase. Das sah gar nicht so gut aus. Und die haben wir da. Rechtsverteidiger, der hätte rot sehen müssen gegen Südafrika, hat er Glück gehabt. Blutet kräftig. Das ist Shaik Mbenge, Linksverteidiger. Oh. Eieiei. Ja, das tat definitiv weh. Mbenge von Stade Rennes hat eins auch für die französische U21 Nationalmannschaft gespielt. Er ist glimpflich davon gekommen. Mondi, aber Mbenge hat heftig erwischt. Ja, nochmal auf Alain Giresse zurückzukommen. Er hat halt ein kleines Problem. Er hat einen relativ klaren Umgang mit Superstars. Er hat das ja in Mali schon extrem zelebriert. Keita war sein Mann, aber Diarra damals noch von Real Madrid. Oder Freddy Kanute von Sevilla und Tottenham Hotspur hat gesagt, in meiner Mannschaft ist kein Platz für drei Superstars. Ich will einen Führungsspieler, aber der Star ist eigentlich der Trainer. Und ja, wenn man sich jetzt mal die Mannschaft des Senegals anschaut, ähnliche Situation, viele Spieler aus Topvereinen. Demba Ba ja eher der schwierige Typ. Und den hat er auch mit Sicherheit aus dem Grund zu Hause gelassen. Er ist der Mann, der den Hut auf hat. Ist ja auch so ein bisschen das Napoleon-Syndrom. Und ja, Demba Ba war natürlich nicht happy. Und die Aussage, den Trainer als Marionette oder als Pappe zu bezeichnen, wird wahrscheinlich unter Alain Giresse keine Spiele mehr machen für die Nationalmannschaft. Weil man sagen muss, sportlich hätte er auf jeden Fall auch dazugehört. Demba Ba bei Beşiktaş enorm treffsicher auch, torgefährlich. Mbenge wird draußen noch weiter behandelt. Der ist wirklich, wirklich benommen, der Linksverteidiger, der natürlich jetzt hinten fehlt bei den Löwen von Teranga. Und ich denke, dass die Algerier, solange noch nicht gewechselt wird, es
versuchen wird, da über die Seite zu kommen. Da sieht man es ja, er kann nicht mal weitermachen. Der ist total benommen. Da kann schnell mal so eine Gehirnerschütterung bei rumkommen. Und Benke, oh je, yeah. Gute Besserung. Verliert sehr viel Blut im Übrigen auch. Schaik Mbenge. Hoffentlich kann er sich sehr schnell erholen. So, und Ersatz wäre Pape Soare, einer aus Frankreich vom OSC Lille. Das ist ein Linksverteidiger, der sich ja auch schon bereit macht. In der Blitztabelle, die sieht eigentlich sehr lustig aus, mit Ghana die beste Mannschaft oder eine, sagen wir mal, eine der Top 2 Mannschaften Afrikas momentan an letzter Stelle und Algerien, die wir beide ja schon so extrem kritisiert haben, momentan Tabellenführer. Vor dem Senegal, zwar direkter Vergleich, klar, mit Südafrika pari, aber sie haben das bessere Torverhältnis insgesamt. Das heißt, also aus Sicht der Südafrikaner fehlt im Grunde genommen ein Tor für sie selbst. Und eins der Algerier. Eins der Algerier. Also alles ist machbar hier in dieser Gruppe C. Oder man kann auch sagen, den Südafrikanern fehlen zwei Tore der Senegalesen. Wenn die Algerien schlagen, Südafrika auch weiter. Also es gibt einige interessante Konstellationen. Sadio Mané probiert mal so ein bisschen mit der Hacke. Und nun kommt also der neue Mann, Soare, von dem ich eben schon sprach. Auch schon vor einigen Jahren nach Frankreich gegangen. Mit 16 und wenn Benke steht, Gott sei Dank kann selbstständig laufen, das ist ja schon mal positiv zu bewerten. Aber natürlich ein Verlust, weil Benke wirklich auch sehr viel mit nach vorne macht, auch mit sehr viel Dynamik ausgestattet ist. Mané und das gibt Abstoß. Diouf war's. Majid Bouguera. So, gucken wir auf den Zweikampf. Hier, Bouguera gegen Diouf. Nein, das ist auch nichts. Dritter auf den Ball, deswegen kommt er aus der Balance. Der ehemalige Hannoveraner ist ja auch in England bei Stoke City eigentlich ganz gut unterwegs. Weiß seinen Körper einzusetzen, war ja auch in Hannover eigentlich ein Torgarant. Und wir haben auch noch mit Cissé, den alten Bekannten vom SC Freiburg auf der Bank. Eigentlich auch eine Rakete bei Newcastle United. Bis dato noch keine Minute gespielt. Ja, ist auch angeschlagen sein, möglicherweise. Es zeigt mal, was man für noch Optionen auf der Bank hätte. Also das sind ja absolute Vollkaliber auf der Ersatzbank, vor allem natürlich im Offensivbereich. Defensiv sieht es schon ein bisschen dünner aus, aber offensiv hat er noch alle Möglichkeiten, da was zu ändern, wenn er muss. Und vor allem auch natürlich körperlich sehr starke Spieler. Also so die Brechstange kann er natürlich auch jederzeit auspacken. Der kleine Alan Gires. Etwas mehr als eine halbe Stunde vorbei hier in Malabo. Führung Algerien verdient. Haben deutlich mehr Abschlüsse, klarere Chancen schon gehabt. Senegal hatte mal einen Schuss von Mané, der aber weit daneben ging. Doch nicht wirklich die großen Prüfungen, die Reis Mboli, der Keeper, den wir hier sehen, der Algerier, leisten musste. Mboli hat ja momentan eine sehr schwierige Zeit, spielte eine überragende Weltmeisterschaft. Bei einigen europäischen Clubs wieder im Gespräch, auch in Frankreich geboren. Und dann wechselt er überraschenderweise zur Philadelphia Union in die Major League Soccer nach Amerika und spielt eine schlechte Saison. Und steht jetzt da wieder vor dem Absprung, vielleicht wieder Osteuropa, wo er auch schon war, oder Frankreich, man weiß es nicht.
aber er wird die USA höchstwahrscheinlich wieder verlassen und hat eine sehr enttäuschende Zeit hinter sich. Keine zwingende Chance, dieser Freischuss von Gillo Borgi, der in Nantes spielt, dort Stammspieler ist. Jetzt mal mit Tempo, Borgi. Nein. Gutes Rückwärtsverhalten von Mares, vom Torschützen. Ja, und so machen. Das ist Gay. Gut in die Spitze gespielt. Sie setzen nach. Sie versuchen, aggressiver zu werden. Intensiv ist das Spiel. Überhaupt keine Frage. In Mongomo, das kann ich Ihnen sagen, weiterhin 1-0 Führung für die Südafrikaner. Also auch im dritten Gruppenspiel Bafana Bafana in Führung. Haben sie jeweils nicht über die Zeit bringen können. Mal gucken, wie das dann heute gerade zum Abschluss der Gruppenphase ist. Übrigens war Algeriens Coach Gorkuf, ja auch der Vater von Jean Gorkuf, dem Fußballer, der in Lyon spielt, auch ein richtig guter Kicker. Hat gesagt, er ist schon froh, dass sie jetzt hier in Malabo spielen, weil der Platz eben deutlich besser ist als eben in Mongomo. Und er hat gesagt, das kann uns dann eben auch zum Vorteil sein, denn wir können natürlich Fußball spielen, was wir vorher noch nicht gezeigt haben. Und jetzt dieser Platz hier in Malabo, der auch so seine Furchen schon hat und seine Löcher hat, aber trotzdem deutlich besser daherkommt als in Mongomo. Das kommt den Algeriern auch zugute. Das merkt man auch. Ja, der Platz hier liegt ja auch schon seit 3 Jahren. Der Platz in den beiden anderen kleinen Städten wurde ja mehr oder weniger vor 6 Wochen mal so aufgerollt, hingeschmissen und man hofft, dass alles anwächst. Da haben wir natürlich schon sehr improvisieren müssen. Trotzdem waren die Verhältnisse sehr, sehr gut. Ich habe heute noch mal mit den Kollegen vom Kicker gesprochen. Hadi Hasselbruch, der momentan auch vor Ort ist hier, und der hat gesagt, die Plätze sind besser als man erwartet hat und auch die europäischen Trainer sollen mal zufrieden sein mit dem, was man hat. Es wurde hier das Beste aus der Situation gemacht und alle Mannschaften haben die gleichen Verhältnisse. Als man eben noch in Mongomo untergekommen war, sind die Algerier zumeist auch in die Planstadt Oyala gereist zum Training. Auch so eine Stunde Busfahrt circa, 50 Minuten.